Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zurück in 7 Days to Die. Willkommen in meinem Channel, welcome back. Liebe neue, verirrte, liebe alte Klassenkameraden oder wer auch immer da so am Start ist. Wir sind wieder bei 7 Days to Die und warum sind wir eigentlich wieder hier gelandet? Wir sind mittlerweile in der Version Alpha 5. Das heißt, ich habe so 3-4 mal kurz übersprungen. Ich war ja am Anfang schwer begeistert von 7 Days to Die, bin ich quasi auch ein bisschen wieder, muss man gleich mal vorab sagen, denn 7 Days to Die hat für mich von den ganzen neuen Spielen, wie sie alle heißen, Daisy Rust, 7 Days to Die und so weiter, so mit am meisten Potenzial, finde ich, oder die innovativsten Ideen oder wie man auch das Ganze nennen mag. Ja, und wir sind in der Alpha 5, es hat sich einiges getan. Ich bin der Meinung, die Jungs von The Fun Pimps, die das Ganze ja machen, haben so ein bisschen am Anfang zu früh eine Alpha auf den Markt geworfen. Die war schwer, war zwar spielbar, aber die Serverfunktionalität war schwer zum Kotzen. Jetzt hat sich das alles ein bisschen geändert. Erstens mal haben wir hier optionenmäßig, ist das alles jetzt mal ein bisschen schöner gemacht. Man darf natürlich eine Sache nie vergessen und das erwähne ich immer gerne. 7 Days to Die ist ebenso, und ich glaube Rust ist das auch, basierend auf der Unity Engine, mit der ich mich ja ebenfalls, wie ihr mittlerweile alle wisst, schon beschäftigt habe und am liebsten ein eigenes Game gemacht hätte, mangels Masse, das will ich aber jetzt hier nicht länger ausführen. Also hier endlich mal alles so ein bisschen Style-O-Mat gemacht, finde ich persönlich, sieht schon viel besser aus. Oh, das habe ich noch gar nicht gesehen. Man kann ja hier seinen Spieler auswählen. Na, das ist ja eine wahnsinnige Auswahl. Aber okay, ja, was machen wir denn mal? Und zwar gibt es auch hier jede Menge neuer Stuff. Ich mache jetzt mal ein neues Spiel. Ja, ich hatte schon ganz angefangen. Mache jetzt aber mal was Neues, ganz auf die Schnelle. Ich will das Let's Play nicht unnötig in die Länge ziehen. Man kann jetzt hier einiges auswählen. Survival Deathmatch, Zombie Horde und so weiter. Die Map ist noch Nave Game nach wie vor. Game-Name mache ich jetzt mal Let's Play This Shit. So, dann haben wir hier Difficulty, die wir endlich einstellen können. In der vorigen Version, in den Alphas, war das hier alles leeres Menü und so. Das haben sie nachgebessert. Pretty nice. Wir haben also hier Scavenger als Schwierigkeitsgrad ist easy. Man kann die Länge des Tages einstellen. Sehr nice, ja. Hatte ich zuletzt mal 50 Minuten genommen. Den Spaß gönne ich mir jetzt einfach auch mal. Friendly Fire On und so weiter. Ihr könnt euch das ja... Hier ist noch so Default-Shit. Ihr könnt euch das ja mal anschauen. Ist eine ganz geile Geschichte. Also ist jetzt echt... Hat jetzt schon echt einen Fun, das Ganze. Und hat mal Hand und Fuß sozusagen. Zack, zack, zack. Start. So. Der neue Screen hier gefällt mir auch viel besser wie der alte. Muss man auch mal sagen. Und da steht dann Press Enter. Ja, und ich höre im Hintergrund schon, wie mich die ganzen Zombies kloppen. Und wenn ich ins Spiel gehe, bin ich dann Toastbrot. Ah, da sehe ich was. Hier, Forging System, das wird demnächst kommen. Und dieser Ofen hier, der sieht genauso aus wie der von Rust. Nur so am Rande. Zu Rust kommen wir dann später. Stealth-System soll kommen, Knockback-System, New Locations und Larger World. Da habe ich ja sowieso den dicksten Brocken hier an 7 Days to Die zu melden. New Multilayer Mods und Maps ist auch cool. New Biome Types ist auch cool. Denn das, was für mich den größten Teil dieses Spiels hier ausmacht, oder was, wo ich den größten Potenzial dieses Spieles sehe, ist die Sandbox-Welt, die voxel-based ist, also auf Blocks basiert. Und somit kann man diese Welt nämlich zufällig generieren. Und das ist genau das, worauf ich hier warte bei 7 Days to Die, weswegen ich diesem Spiel... Oh, nur ein Player. Dieses Spiel das meiste Potenzial einräume. Wir haben ein sehr geiles Crafting-System hier. Hier oben in diesem Bereich. Das ist aus meiner Sicht das Geilste. Das Crafting-System ist hier mit das Beste. Auch das Inventarsystem ist sehr gelungen. Und hier unten diese Schnellstartleiste, die aussieht wie ein Gürtel, finde ich auch sehr gut. Das sind so die wesentlichen Features, die mich an 7 Days to Die am meisten faszinieren. Crafting-Inventar ist schon ganz nett. Das hat das neue DayZ Standalone aber tausendmal geiler gemacht. Das beste Inventarsystem hat DayZ Standalone im Moment. Crafting-System ist hier am coolsten. Ja, da kann auch Rust nicht mithalten. Und wie gesagt, diese Voxel-Based-Landschaft lässt hoffen... okay. Lässt darauf hoffen, dass man eben irgendwann mal eine völlig zufällig
random generierte Welt hat. So, das System ist gleich geblieben. Mit der Taste E hier alles ausräubern, hier Körperteile, ne? Alles öffnen. Mit E alles plündern. Und dann geht's ans Craften. Das hat sich natürlich in Daisy... Ach Quatsch, in Daisy. Ich bin schon vollkommen verstrahlt. Das hat sich hier natürlich nicht geändert. Ja, ich muss mal gerade auf die Map gucken. Wo sind wir denn? Wo bin ich? Motherfucking shit! Wo bin ich denn? Ach, hier links. Das heißt, die ist auch noch irgendwie gleich geblieben. Sie haben hier nur ein bisschen umgebaut. Gravetown und so. Das haben sie so ein paar Kleinigkeiten gemacht. So, ich jogge jetzt mal los. Grab mal eben meine Pistole hier raus. Die muss man hier in die Leiste legen. Zack, zack. Dass wir hier alles umsortieren. Das ist nämlich wichtig. So, das hat sich nicht geändert, was jetzt nicht mehr geht. Übrigens, man kann hier nicht mehr so ohne weiteres mal mit der Faust mit 20 Schlägen mal den Baum fällen. Das habe ich ausprobiert. Das könnt ihr also gefühlt eine Stunde machen, da passiert nichts. Ne? Der ist übrigens auch neu, der Kamerad. In der Form habe ich hier noch gar nicht gesehen. Der scheint neu zu sein. Auch die Geräusche sind neu. Das matscht jetzt so komisch, ja. Sehr cool, ne? Die haben vieles überarbeitet, muss man sagen. Auch so die Items, die Grafiken hier, so, das ist zum Beispiel neu und so, ja. So, ja, und die Dosen sind neu. Die haben ganz, ganz viel überarbeitet. Im Kleinen, ja, und auch im Server, in der Servertechnik. Und man kann übrigens jetzt nicht mehr hingehen, das ist so eine Neuerung hier, mal eben dreimal auf so einen Baum schießen oder viermal und dann ist der gefällt, ja. Das kannst du jetzt hier ein ganzes Magazin machen. Das geht zwar, aber das dauert eine halbe Ewigkeit. Also das haben sie echt geändert. Manche Bäume kann man, glaube ich, gar nicht fällen. Also diese Birken, diese hellen, habe ich neulich mit der Shotgun mal eine halbe Ewigkeit drauf geschossen. Passiert gar nichts. Mit der MG, nee, mit der MP, muss man sagen, geht das übrigens ganz gut. Es gibt auch neue Crafting-Rezepte, wenn ich das richtig gesehen habe. So kann ich zum Beispiel aus der Hubcap irgendwie Scrap Metal machen. Ah ja, genau. Die Inventars unterscheiden sich so ein bisschen. Hier muss ich anklicken, dann habe ich es, hängt an der Maus, und nochmal klicken zum Ablegen. Bei anderen nimmt man das so und zieht man das einfach mit gedrückter Maustaste. Da bin ich immer ein bisschen verwirrt. Aber das finde ich ganz okay. Anklicken, hier reinlegen, klicken, kriege ich Scrap Metal draus. Ne? Und auch wenn ich die Shift-Taste gedrückt halte und irgendwo hinklicke, dann wird das teilweise vorsortiert. Also das ist schon sehr gut, muss man sagen. Also auch das Inventarsystem kann sich durchaus sehen lassen. Boah, das ist zum Beispiel ein Fail, finde ich. Der jetzt seit einiger Zeit auch so, das war früher, glaube ich, besser. Ich bin jetzt hier lang gelaufen und plötzlich spawnen hier ein Haufen Zombies und das Spiel hat mal eben gerade mega geleckt, ja. Durch den Zombie-Spawn, offensichtlich. Übrigens neue Zombies, ja, den hier gab es, glaube ich, schon. Aber es gibt wirklich neue. Es gibt welche, der da zum Beispiel, der auf dem Boden rumkrabbelt. Der ist neu. Den Fettsack, der ist übrigens auch teilweise neu, weil den gibt's jetzt nämlich in der Hardcore-Variante, der spuckt dann. So, wir können das hier gechillt noch eine Weile machen. Pistole auch gut, sehr gut animiert und so, ja. Also da muss man schon sagen, Seven Days to Die ist schon kein schlechtes Game. Ne? Ja, diese matschigen Geräusche jetzt, wenn man die lootet, finde ich sehr witzig. Ja, hat was. Also sie haben da unter der Haube schon einiges gemacht. Es gibt auch andere neue Gegner, fliegende Gegner. Es gibt jetzt welche, die Wände hochkrabbeln können. Also es hat sich schon einiges getan. Das muss man schon sagen. Das kann man in einem einfachen Let's Play alles gar nicht rüberbringen. Was da neu ist. Ich habe mir auch, muss ich ehrlich sagen, nicht alles angeschaut, ja. Aber ich überfliege das immer so. Rambo! Und ich beobachte das natürlich. Die Knifte hier ist übrigens auch neu, ja. Das Hunting Rifle, die hat auch andere Munition. Oh, ich will das immer so mit Ziehen ablegen. Die Knarren machen wir mal so. Ich schmeiß mal weg, oder? Geht das, ne? Die ist auch neu, ja. Geiles Ding, hat so einen Schuss. Hat ordentlich Power, repetiere, zack, zack, Kugel rein, nachladen. Nice, ja. Gut gemacht, eine Taschenlampe brauche ich nicht. Müssen wir gucken, ich hatte das mal umkonfiguriert. Safe, auch neue Geräusche. Dachte ich am Anfang, was macht der denn da, ja? Krass, ne? Ist ein bisschen, klingt ein bisschen extrem für so ein Safe, muss ich sagen. Aber okay.
Ich muss mich auch ständig mit der Bedienung umgewöhnen. Hier ist halt E, die Taste fürs Öffnen. Ja, und da geht ja noch aufs Inventar auf. Das ist bei jedem ein bisschen anders. Ein bisschen Blut. Nee, ist gut. Jetzt gucken wir gerade mal, kann ich eigentlich mit dem Ding hier so ein... Okay, geht ja super. Auch das habt ihr gemerkt, die Knarre. Ich drück so schnell ich kann. Hat eine gewisse Verzögerung, die Knarre, ne? Also ich kann da tippen so schnell ich will und die hat manchmal so... Braucht den Augenblick zum Schießen. Könnte natürlich servermäßig, weil die läuft ja eigentlich immer im Server im Hintergrund, damit zusammenhängen, wie gut die Kommunikation läuft. Ja, man sieht voxel-based. Achso, man kann die Steine jetzt übrigens aufheben. Die musste man früher mit einer Pickaxe abbauen, das ist auch geändert. Finde ich ganz schön freakig jetzt, ja. Und einzelne Steine aufheben ist krass. Ich frage mich, wie die eh alle trägt. Aber das darf man sich bei so Spielen ja eh nicht fragen. Das Ganze hat einen witzigen Aspekt, weil ich kann diese Steine... Oh, ich habe die Tastatur anders gelegt. Oh, wo sind meine Steine? Hier unten. Die kann ich jetzt hier reinlegen und kriege da tatsächlich Stone raus. Das ist ja das abgefahrenste Rezept. Aus dem Kieselstein mache ich so einen ganzen Stone-Block. Übrigens, das Bauen haben sie auch geändert. Es ist jetzt nicht nur so, dass man hier so einen Rahmen hat, ja, sondern ihr seht da so einen leicht transparenten Block. Ja, früher war das nur dieser schwarze Rahmen, jetzt ist das dieser Block. Und wenn man den nicht bauen kann, dann ist der rot. Ja, das haben sie neu gemacht, das finde ich sehr geil. Also das Bauen, das muss man jetzt einfach mal sagen, ist jetzt hier wirklich sehr geil. Wirklich sehr geil. Respekt quasi, ne? So, den Kieselstein, das machen wir. Also wir können jetzt hier Steine aufsammeln ohne Ende, ne? Ober nice. Die können wir alle mitnehmen, die spawnen jetzt wohl so random. Also ich hoffe, dass es random ist. Und das ist auch so ein Thema, was mich momentan von 7 Days to Die ein bisschen wegbringt. Das muss ich jetzt einfach nochmal erwähnen, auch wenn ich vieles schon in den vergangenen Folgen gesagt habe. Es gibt hier keinen Respawn. Ich weiß nicht, ob sie das mittlerweile geändert haben, aber es gibt hier keinen Respawn. Das heißt, was ich einmal gesammelt habe, ist weg. Das Einzige, was hier spawnt, sind Tiere und Zombies. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht... Ach, die Nester hier sind übrigens auch neu. Bird Nest. Da sind solche Sachen hier drin. Ich kann jetzt nicht hingehen und kann in den Ort gehen, loote den leer, gehe 3 Stunden später hin und da ist wieder... Wird's hier schon dunkel? Ne, ist ja erst 12 Uhr, aber hier blendet übrigens das Level ab, wenn man hier reingeht. Das ist so eine dunkle Zone, so eine verbrannte. Sehr geil. Also, ich sag ja, 7 Days to Die hat für mich das größte Potenzial von den ganzen neuen Games. Ich habe jetzt gerade Rust angefangen, da mache ich nachher ein Let's Play zu. Auch sehr, sehr geil. Hat seinen eigenen Flair, gefällt mir auch gut. Aber das am Potenzial, ich meine, man hat hier halt hier diese eckigen Dinger, das ist halt eben voxel-based, stört mich persönlich jetzt nicht so sehr. Ja, oh, lag! Weil sind wieder Zombies gespawnt. Aber, dass man kein Respawn hat, finde ich schon scheiße. Ein bisschen, ja. Weil, so ist das, somit ist ja das Spiel relativ schnell erschöpft. Das habe ich in der Vergangenheit schon mal erzählt, den ganzen Mist. Wo ist eigentlich dieser Typ, der die Wände hochkrabbelt und so? Kommt der nur nachts? Weiß gar nicht. Und der sie so spuckt. Baby, du hast ja einen Rock für mich ankommen. Wir gucken nochmal drunter. So. Das waren die für geile Geräusche. Was denn das? Femur, das kenne ich auch noch nicht. Wie auch immer man das wirklich ausspricht. Ist man hier gelandet, was für eine Bude. Ja, also man hat keinen dynamischen Spawn. Dynamischen Respawn, das finde ich sehr schade. So war das bisher zumindest. Und das ist das Problem, wenn ich jetzt einen Server aufmache, den man übrigens mittlerweile auch bei Nitrado mieten kann, habe ich das Problem... Was war das denn? Es gibt auch fliegende neue Gegner übrigens, deswegen muss ich ein bisschen aufpassen. Hat man das Problem, dass... das ist doch gerade gebounced. Ja, jetzt aber. Da hat man das Problem, man hat die Karte leer gelootet irgendwann. Wenn ich jetzt hier mit 10 Leuten spiele, ist das relativ schnell geschehen. Ja, und dann? Was machen wir dann? Wir können uns zwar alle bauen und so, ne? Und buddeln und Kram, aber irgendwann ist die Welt ja fertig. Und das ist genau das, was ich noch nicht verstehe. Das sieht auch sehr scheiße aus. Wie das Spiel weitergehen soll.
Weil eigentlich müssten diese Rucksäcke, die bleiben ja alle liegen, die müssten theoretisch irgendwann mal wieder, ich sag jetzt mal, befüllt werden. Ne? Oder so. Das wäre viel cooler. Und es müssten ja neue Steine spawnen hier, diese Random-Dinger her, ne? Ich kann die alle nicht aufnehmen. Ach so, wahrscheinlich, weil ich hier erstmal. Boah, dieses Geläge ist ja auch ein bisschen assi, ey. Und ich habe jetzt nicht gerade einen wenig performanten Rechner unbedingt, ja. i7, 16 GB, SSD, was wollen wir noch machen hier? Ja, und das ist das, wo ich sage, wie geht's eigentlich weiter? Also zwei Punkte braucht 7 Days to Die, damit es für mich ein super Erfolg wird oder richtig, richtig geil wird. Und das ist einmal, wenn Sie jetzt noch mehr Biome einfügen, zufällig generierte Welten, keine Map wie diese hier, eine gezeichnete, sag ich mal, die sieht zumindest so aus, sondern random. Das muss random sein, wie bei Minecraft, du kommst rein und hast jedes Mal eine andere Welt vor Augen. So ein World Generator, das wäre. Ey, macht's voll die komischen Geräusche. Krass. Das wäre mal richtig fett. Und natürlich dann auch Spawns. Und wenn wir das hätten, dann wäre 7 Days to Die so die Bombe eigentlich, ja. Natürlich habe ich immer noch zu meckern, ist klar. Was wäre ich für ein Gamer? Ich spiele 25 Jahre Computerspiele. Was wäre ich für ein Gamer, wenn ich daran nichts zu meckern hätte, Mann? Kann man eigentlich die Dinger mittlerweile auch irgendwas mitmachen? Nee. Also jetzt vernünftig mal und lustig, ist ja völlig grünes Gras. Ja, egal. Ja, das fehlt mir noch, denn diese Welt ist offensichtlich wirklich per Hand gesetzt. So habe ich das verstanden. Und da wünsche ich mir natürlich mehr. Random. Ich will random haben. Ich liebe random. Ja, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Es muss random werden, alles. So, Tussi hat Hunger und Durst. Ich will mich damit jetzt gar nicht beschäftigen. Ich wollte nur so ein bisschen labern und nochmal so zeigen, was so abgeht. Ich versuche mich ja schon zu beeilen. Ja. Habe ich schon was zu trinken gefunden? Ja, ne? So, ich leg mal kurz was zu essen hier rein. Was sind meine Trinksachen hier? So, das finde ich übrigens auch cool, dass man das Mausrad hier durch kann. Das geht bei Rust übrigens nicht. Was ich sehr schade finde. Deswegen sage ich ja, warum geht meine Hungerleiste nicht hoch? Ah, das dauert jetzt eine Weile. Ah, ja. Nee, doch. Oh, das sieht hier sehr. Das ist aber neu hier. Das ist neu. Wo bin ich? Ach ja, genau, Gravetown. Genau, Gravetown ist neu. Das habe ich schon vernommen. Ja, also wie gesagt, bitte random, bitte respawn und vielleicht noch größere Welten. Also eine viel größere Welt, die einfach random sich aufbaut, biommäßig. Was ist das denn hier? Wäre obergeil. Ach ja, übrigens, da ist ein neuer Gegner. Wo ist er? Doggy Dog! Aber der backt doch furchtbar rum irgendwie. Tu mir doch mal was. Ah, okay. Ja, die sind ein bisschen bescheuert. Die backen halt voll rum. Das hat übrigens Rust besser gemacht. Das muss ich jetzt mal sagen. Das ist ja auch. Gibt so Spiele, die kann man so ein bisschen auch miteinander vergleichen. Gucken wir mal, was hier noch so gibt. Ist das der Spucker hier oder ist das ein Bulle? Hey, Mr. Polizeiman. Oh. Oh. Der ist geplatzt. Ja. Jetzt wisst ihr auch mal, wie man es nicht macht. Oh, guck mal, die Waffen liegen am Boden und drehen sich. Sehr cool. Ja, die neuen Typen sind halt auch ein bisschen assi. Die spucken nämlich. Wo bin ich? Haha. Die spucken so ein grünes Zeug, sehr eklig. Es tut auch ziemlich weh und das wusste ich gar nicht. Sie explodieren! Okay, also einige Neuerungen, wie man sehen kann. Ich will euch damit auch ein bisschen neugierig machen. Ich wollte jetzt keine Cutscenes machen, sodass ihr die ganzen Neuerungen so im Schnelldurchlauf seht. Sondern ich wollte das alles mal so zeigen. Übrigens der Hirsch. Jetzt mal. Ohne Scheiß. Dieser Hirsch ist der gleiche wie in Rust. Da könnte ich aber fast drauf wetten.
Der sieht sehr ähnlich aus. Das werdet ihr sehen, ich mache noch ein Let's Play von Rust, das habe ich ganz neu. Das ziehen wir uns mal rein. Da habe ich mich auch mit auseinandergesetzt. Rust hat ein ganz eigenes Potenzial und ein eigenes Flair, muss ich sagen. Hier finde ich schon auch schön, die Wälder haben so eine gewisse Dichte. Wobei ich persönlich jetzt mal sagen muss, aus meiner Sicht müssten die Bäume noch ein bisschen höher. Es ist mir noch nicht tief genug. Auch hier, das ist noch kein Baum. Ich bin doch keine 4 Meter groß. Ja? Also hier irgendwie hänge ich schon im Baum. Bäume müssten viel, viel größer sein. Das ist etwas, was ich zum Beispiel bei DayZ Standalone sowie Mod geil finde. Die Bäume sind viel höher. Man hat eine viel tiefere Atmosphäre. Hier hat man zwar schon schöne Licht- und Sonneneffekte und Kram. Das ist alles schon ganz nett. Das Gras ist relativ hoch. Ja, das geht mir bis zum Bauch. Ja? Aber die Bäume sind mir nicht hoch genug. Das ist unrealistisch. Ja. Das wirkt mir zu plastisch noch. Also da ist noch Potenzial, da muss noch was gemacht werden. Aber ansonsten sehr, sehr schöne Geschichte insgesamt hier alles. Ich denke, da können wir noch einiges erwarten von 7 Days to Die die nächsten Jahre oder die nächsten Monate. Ich denke, da geht noch ein bisschen was. Ja, an dieser Stelle mache ich vielleicht mal einen Cut, bin ja eh verreckt. Ne? Was ist eigentlich hier? Ah ja, genau. Oh, es gibt irgendwo eine Ansicht von hinten. Die Bewegungen hier sind, ja, nicht so die dollsten, ne? Also das könnte auch mal cooler sein, ne? Da kann man sich mal eine Scheibe abschneiden vom neuen DayZ zum Beispiel. Die Bewegungen sind absolut geil, ne? Ja, in diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns dann in einer anderen Folge von einem anderen Spiel. Bis dato sage ich mal tschüss und viel Spaß und überlegt euch das Spiel zu kaufen. Ich habe es ja schon vor Release quasi gekauft. Ich habe es bei Kickstarter unterstützt mit Geld, dass es überhaupt rauskommt. Dann sind sie zu Steam Greenlit gegangen. Jetzt ist es ja am Start. Offiziell zu kaufen. Sehr schönes Game. Hat viel Potenzial. Macht Spaß. Ist richtig schönes Gemetzel. Man kann craften, man kann bauen, man kann ein richtiges Haus bauen durch die ganzen Sachen. Und es kommen ständig neue Rezepte hinzu. Ist eine sehr, sehr nette Geschichte. Das ist das, wo ich überall schon war. Ja, bis dato, schaut euch an, lest die Changelogs zu 7 Days to Die und bewundert, wie cool die das eigentlich alles machen im Moment und was da so alles vorwärts geht. Sehr, sehr, sehr cool. Ich bin gespannt. Oh, guck mal, kann ich den Stein auch setzen? Ach, in der Tat? Oh, Stonehenge! Krasse Scheiße. Ja, oh, Nest. Ja, liebe Leute, an dieser Stelle vielen Dank fürs Zuschauen. Abonnieren nicht vergessen. Postet Kommentare, wenn ihr was dazu zu sagen habt. Ich freue mich darüber. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Macht's gut. Euer Steffen, Agent Sastori. Und tschüss.